das ist ein Kaffee. Für einen äthiopischen Kaffee muss ich die Bohnen zuerst waschen und dann trocknen lassen. Die gewaschenen Bohnen tut sie auf dem Feuer rösten, bis sie den richtigen Röstgrad haben. Der Kunde kann mit seiner Nase entscheiden, wenn das so weit ist. Demisi gibt die kalten Bohnen in einen Mörser und macht mit dem Stössel Pulver. Das Pulver kommt in einen Becher, sie gibt Wasser dazu, rührt um und gibt den Sud in eine Kanne. Auf dem Feuer wird der Kaffee 5 bis 10 Minuten gekocht. Dann ist er trinkfertig. Die Äthiopier trinken ihn gerne mit viel Zucker.